Slabic ist ein Motorhersteller seit über 110 Jahren mit Anwendungsbereichen in Ventilatoren und Spezialantrieben wie zum Beispiel Aufzugsmotoren oder Computertomographen. Und hier sind wir mit den Produkten in sämtlichen kritischen Infrastrukturen auch vertreten, wo eben einfach Waren oder Menschen klimatisiert, belüftet, gekühlt oder beheizt werden müssen, wie zum Beispiel Supermärkten oder Ähnlichem. Bei Lüftungsanlagen erfolgt die Wartung in der Regel nach einem festen Schema und dort geht eben der verantwortliche Techniker vor Ort und macht eine entsprechende Sichtprüfung. Frisst natürlich sehr viel Zeit, dauert entsprechend und ist auch teuer. Und heute ist es nicht nur die Elektronik in diesen Motoren, sondern eben die Vernetzung der Produkte, der Digitalisierung, der Transparenz, dass ich weltweit auf ein Produkt zugreifen kann und eben genau weiß, was dieses Produkt macht. Somit haben wir dann zusammen mit der Telekom eine offene, skalierbare und sichere IoT-Plattform auf Basis von Microsoft Azure entwickelt. Mit der Telekom haben wir einen Partner gefunden, der hochkompetent ist. Unsere Kunden können mit der entwickelten Cloud-Plattform ihre Service- als auch Gewährleistungskosten reduzieren, weil sie einfach nun die Möglichkeit haben, eine intelligente Ferndiagnose durchzuführen. Also falls mal ein Fehler an der Maschine vorliegen sollte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie der verantwortliche Techniker informiert wird, dass die Stillstandszeiten der einzelnen Maschinen minimiert werden können. Digitalisierung bedeutet für uns x-mal mehr Sicherheit für unsere Produkte, für unseren Kunden, für unser gesamtes Geschäft.